winterliche Temperaturen in München. Und wir sind heute Abend beim mittlerweile sogar 6. Schafkopfturnier von Michael Leopold. Das ist ein Charity-Schafkopfturnier, das ist entstanden durch eine verlorene Golfwette gegen mich. Und mittlerweile ist es echt eine tolle Veranstaltung geworden. Wir sammeln Geld hauptsächlich und unter anderem für die Young Wings Stiftung, die ich ja auch schon seit längerem unterstütze. Und es kommen eigentlich sehr viele Leute aus, auch aus dem Fußballgeschäft natürlich und auch sonst aus der Gesellschaft. Das machen alle mit. Schafkopf ist ein tolles Spiel und für einen guten Zweck macht es natürlich noch mehr Spaß. Hier ist der Eingangsbereich und jetzt schauen wir mal. So, hier sind wir, wie es für ein Charity Event gehört. Hier ist die Fotowand mit den Sponsoren. Hier ist der Organisator, die Martina Nikoloidis. Das war der offizielle Teil. Jetzt geht es natürlich dann wirklich ans Eingemachte und an die Schafkopftische. Ich hoffe, ich kann da die Form bestätigen. Wir befinden uns nämlich Tag 1 nach dem 4:0-Sieg in Berlin. Und dementsprechend sind wir gespannt. Hey Leo, so schaut's aus. Du hast es ins Leben gerufen, hä? Naja, eigentlich, ja, durch eigentlich deine, bist du ja schuld. Durch deine Patzschwäche. Ja, absolut, weil du Golf spielen kannst und ich nicht. Da habe ich dich in den Hinterhalt gelockt. Ja. 61.000, das ist doch wunderbar. Aber mit 60, da können wir nichts anfangen. So, hier ist die Spielwiese. Jetzt geht's dann gleich los. Die erste Runde des Schafkopfturniers beginnt. Ich habe in meiner Jugend sehr viel Zeit investiert, um auch wirklich Schafkopf zu lernen und zu spielen. Ob ich mich natürlich hier gegen die ganze Meute durchsetzen kann, ist fraglich. Aber also ich sage mal so, Top 10 wäre schon ein angebrachtes Ziel. Top 10 ist anvisiert. Seppi? Passt. Kannst du eigentlich auch scharfkopfen? Nein, leider nicht. Überhaupt nicht? Ja. Ja, du bist der Kameramann. Genau. Also, viel Spaß. Partie bisher. Manni Schwabel hat schon ein Du gespielt. Hochriskantes Spiel. Also zuerst vom TSV 68 München. Für dich muss ich eigentlich sagen, ein Skandal dieses Turnier, oder? Thomas korrigiert die Summe von 60.000 auf 61.000. Das ist ein absoluter Skandal, ganz ehrlich. Also fangt ihr da mit dem zum Korrigieren an? Ja, das ist für die Bayern, das ist ja klar. Da, was soll man da noch sagen? Was soll man da als Löwe noch sagen? Nix. Ja, der ist mir sprachlos. 60.000 ist für mich die Summe gewesen. Der nächste Tisch hat es natürlich in sich, Claudia hat das Turnier schon mal gewonnen, Claudia Koreg. Und der Hannes Ringelstädter sagt immer, beim Schafkopf hat er deutlich weniger zu lachen als im echten Leben. Ne? Bitte kannst du dahin filmen. Es gibt bis jetzt eine Eins auf der Abendseite bei mir. Und unser Notar hat fast einen Einser nicht schreiben können, weil es so ungewohnt war, auf der positiven Seite was zu schreiben. Ich bin inhaltlich raus aus der Nummer, aber von der Laune her voll dabei. Aber dafür so, erzählt er gute Geschichten, das muss man sagen. Ja, super. Was haben wir gelernt? 2 Punkte. Das ist der höchste im Tutorial. Sneak out of the house every night. We were young and confused. We never. Ja, absolut. Danke trotzdem, aber wenigstens lernt ihr noch. Komm, was ist was? Gemischte Gefühle, packende Partien bis zum Schluss. Aber gegen so Profis wie Markus Rosmüller ist nicht viel auszusetzen. Gegen so Profis wie der Markus Rosmüller.
Halt mal, ich bin Verlierer seitdem. Haben wir trotzdem probiert. Aber immer geht's nicht so, weißt du? Was anderes wäre gegen Hertha, verstehst du? Wir sind ein anderer Kaliber wie der Vorstädter Bubis, verstehst du? Manfred Schwabel, hauptberuflicher Schafkopfer. Nebenberuflich Präsident von der Spielvereinigung Unterhaching. Genau, das ist ein 400 Fuß Gordon-Job. Aber die Nummer 1 im Schafkopf. Halbzeitanalyse fällt aus wie? Halbzeitanalyse sensationell. Mein Ziel ist einzig und allein vor der Claudia Korek zu sein. Auf jeden Fall Angriffspressing hat er gespielt. Wir spielen nur noch Angriffspressing, verstehst du? Vollattacke. Es gibt nur noch Vollattacke, das habe ich aber angekündigt, Herr Leopold. Ich finde es einfach eine überragende Veranstaltung, jedes Jahr wieder. Es macht einfach Spaß, Schafkopfen zum Spielen. Da fahren wir gern mal ein paar Stunden mehr her. Klar, am Ende des Tages geht es um einen guten Zweck. Und man trifft wieder heute Mitspieler. Das ist einfach das ganze Event, was einfach überragend ist. Also ich finde es besonders schön, dass es natürlich wieder dieses Turnier am Nockerberg stattfindet. Mittlerweile für mich oder für uns, mittlerweile zum dritten Jahr. Und das Schöne daran ist natürlich, dass wir auch selber mitspielen können. Ja? Ich bin zwar unabhängig davon bestimmt nicht derjenige hier, der den Hauptpreis gewinnt, weil dafür bin ich zu neu in dieser Spielmaterie. Aber besonders schön, dass man, wenn man so mit besonders mit hochkarätigen Spielern hier auch an einem Tisch sitzt. Und natürlich das Allerschönste ist das, was am Schluss dann rauskommt, nämlich die vielen Spendengelder für eine sehr, sehr gute Sache für die Nikolaides-Stiftung. Darüber freue ich mich eigentlich am meisten. Over so bad we would sleep until the morning was through. Yet start again, cause we knew that there was nothing to lose. Jetzt sind wir wieder hier bei unserem Charity Schafkopfturnier von der Nikolaides Young Wings Stiftung. Und es ist einfach beeindruckend, wie viele Menschen hier dabei sind. 140 Spieler. Und was haben wir hier geschafft und geleistet? Wir haben über 60.000 jetzt eingenommen an Spenden für unsere Stiftung. Und ihr seid großartig, alle Sponsoren, alle Gäste, die da sind. Ihr habt ein Riesenherz. Und dafür danke ich euch und freue mich auf nächstes Jahr. Weiter so, super. Also, Siegerehrung, Schafkopfturnier 2020. Da fange ich bei den Drittletzten an. We could play blink blink 182, drive around our cars and pretend. Und ich sag's ganz ehrlich, was man eigentlich nicht so gern mögen ist, wenn sich einer anmeldet, zum ersten Mal kommt und dann auch noch gewinnt. Aber gut, wir können nichts machen, er spielt in Regensburg Fußball und heute hat er am besten Schafkopf gespielt. Herzlichen Glückwunsch, Felix Haller! Ja, das Schafkopfturnier neigt sich dem Ende entgegen. Die Spiele waren zwar nicht immer hochklassig, aber durchaus spannend und vor allem natürlich mit interessanten Publikum besetzt. Wirklich interessante Leute waren da. Frauen, Männer, Wirtschaft aus dem Sport. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und vor allem war es für einen guten Zweck. Und ich denke, alle Beteiligten war mit Herzblut bei der Sache. Beim Schafkopf geht es natürlich ab und zu emotional zu und so muss es sein. Vielen Dank dafür von meiner Stelle und gute Nacht. Joe,